Aber wir haben ja keinen Ton. Das heißt, wir können die ruhig wieder ausmachen. Boah, wir gehen mal jetzt weiter. Immer mehr Minus. Ich weiß nicht genau. Salam, what the fuck. Was werden wir jetzt dagegen machen? Das ist die Frage. Wenn ich anhalte, dann baue, was hätte ich, auch, hätte ich vielleicht anhalten müssen und dann bauen müssen? Das wäre auch blöd, ne? Das ist auch eigentlich Schwachsinn. Aber wir sind 6000 im Minus, also von daher ist das nicht so schön. Tja, der Händler kommt wieder, aber wir haben nichts. Weil das Lager voll ist. Ich hab zwar Keramik, aber er will das nicht haben. Keiner will Keramik haben. Bier habe ich auch noch nicht. Ist da exportieren, aber ja, die wollen das ja nicht haben. Weil das Lager ja so voll ist. Da ich kann, hätte ich mal zwei Lager bauen soll. Eins hier oben hin und eins hier unten hin. Aber wir können nichts bauen. Tja. Man muss doch was machen können. Wir haben Ziegel, wenn wir Ton haben. Eieieiei. Kein Peilung. Er haut jetzt wieder ab, weil er nichts kriegt. Wir sind super im Minus. Wir haben 120 Arbeiter, knapp 300 Leute. Und können nicht machen. Fuck. Yeah. Das ist bad. Das ist nicht so schön. Kann ich das Lager nicht irgendwie ein bisschen leerer machen? Ich kann auch keinen Keramik verkaufen. Ups, Alter. Die wollen nur diese Sachen haben. Das ist schlecht. Ich komme da nicht hin und ich kann an die nicht verkaufen. Das ist meine Stadt. Ah, die anderen kommen nicht ran. Und dann habe ich noch nicht. Ich kann aber nicht andere herstellen. Keramik habe ich zwar 2400. Kann es aber nicht explodieren, weil er es nicht haben will. Shit. Fische explodiere ich auch, aber. Will er die Fische auch nicht haben? Keine Warnung. Er macht ja Fische. Oder die Angeln zumindest, sagen wir so. Aber die kommen hier rein? Ja. Und das ist für uns oder was? Das ist die Kornkammer für die Leute, die das wollen, damit was zu essen haben? Machen wir auf nicht nehmen. Verkaufe ich die dann?
Also ist nur Material so. Achso, er will auch keine Fische haben, also von daher ist es völlig wurscht. Bräuchte ja noch nicht, bräuchte ja nicht verkaufen. Ja, aber geht auch nicht. Ja. Er steht ja wieder so rum und macht nichts. Weil er nichts kriegen kann, weil meine scheiß Lager voll ist. Fuck. Ah! Und ich nichts weiter produzieren kann. Ja, ich denke, es ist vorbei, ne? Keine Ahnung, wie ich das noch retten soll hier. Wenn ich ehrlich bin. Autsch. Das ist bad. Tja. Uns aber noch runter herunterfahren. So, so viel Keramik kannst du mal nicht verkaufen. Ich habe auch kein Bier zum Verkaufen. Ich kann auch nichts weiter herstellen, weil ich nichts kaufen kann. Das will ich auch noch nicht übrig hier. Bisschen unter Wasser, auch geil. Tja, keine Ahnung. Hat's da genug Leute? Kein Arbeiter verfügbar? Der Händler kommt zwar in die Down, oder kann nichts mitnehmen. Was mach ich denn da jetzt? Was zum Teufel mache ich da jetzt? Ich kann keinen Ziegel verkaufen, weil ich keinen Ziegel herstellen kann und mein scheiß Lager voll ist. Kann ich die Keramik rausschmeißen? Aber will ich auch nicht. Was heißt alles nehmen? Ich lass mal auf alles nehmen. Gucken, da irgendwas passiert. Wovon ich mal nicht ausgehe. Weil er nur zwei Sachen haben will. Gebäude ist voll. Ich glaube, ich muss mal von vorne anfangen und dann gleich zwei Lager bauen, ein Lager hier oben bauen und eins hier unten. Die Keramik-Sachen und alles ein bisschen mehr aufteilen, so dass da mehr reinpasst. Und vielleicht Keramik erstmal überhaupt noch nicht bauen, weil es sowieso erstmal keiner verkauft oder kaufen will. Ich soll zwar Keramik herstellen, weil das kauft ja keiner. Oh, ich kann die Löhne einstellen hier? Oh. Machen wir Löhne der Mitarbeiter 2. Steuersatz. Ein bisschen höher. 10%. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so geht. Das ist nice. Was ist das immer hier? Dieses Zeichen. Gebäude ist voll. Es ist möglich, Waren zu versenden.
Es ist möglich, Waren zu versenden. Was soll das heißen? Oh, hier. Das hier? Oh, Stroh will einer haben. Okay. Nachbarschaft? Was ist Nachbarschaft? Oh, hier ist noch eine neue Nachbarschaft, habe ich oben gar nicht gesehen. Aber. Das ist jetzt zu, wo kommen wir an die ran? Wer ist denn das hier? Eine benachbarten Stadt. Stroh. Oh. Okay. Gebäude ist immer noch voll. Die haben zu weit einen Laufweg, das Getreide zu holen und ins Lager zu schaffen. Oder hier zu schaffen. Ach, hier kommt hier das Getreide hier zu schaffen, ja. Ein bisschen zu weit im Laufweg. Ich hätte da oben wirklich ein Lager hinbauen sollen. Oh ja, 200 Ding mitgenommen. Ey, läuft wieder. Warum macht es jetzt wieder? Weil ich jetzt Hilfe geschickt habe für Stroh. Soll das deswegen sein, dass es jetzt deswegen noch wieder läuft? Oh. Feuer in der Stadt! Oh Gott! Wo? Wo ist Feuer in der Stadt? Oh Gott! Feuerwache! Wo ist die Feuerwache? Da! Schnell! Wie lösche ich das? Oh Gott, machen die es alleine? Oh Gott, ist die noch nicht aktiviert? Oh Gott, die ist nicht aktiviert, ne? Ich kann auch keinen Weg hinbauen. No! Wieso rückt die Feuerwehr nicht aus? Weil sie nicht kann? Ich kann doch gar nicht hier rauslaufen? Oh boy, shit. Das ist natürlich geil. Ups. Oh, 300. 530.